Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen neuen Haul für dich, denn ich habe bei DM was bestellt, ich habe bei Rossmann was bestellt und das möchte ich euch gerne in diesem Video zeigen. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Also die Produkte, die ich hier jetzt eingekauft habe, habe ich für Videos geholt. Zum einen plane ich diverse Full-Face-Make-up auf One-Brand-Only-Gedönsen zu machen. Ist zum Beispiel gestartet mit diesem hier, was ich in meinem Gesicht habe. Das ist ein Full-Face-Clinique. Genau, da folgen noch ein paar. Und das Video wird dazu auch noch irgendwann online kommen. Aber ich habe dir die Produkte unten in der Infobox verlinkt. Und dann habe ich noch so ein paar Produkte bei Rossmann bestellt. So crazy Drogerie-Neuheiten. Und jetzt stelle ich die in diesem Video vor und werde dann die Tage dazu das Video auch tatsächlich drehen und die Produkte mal austesten. Das dürfte dann auch in Kürze online kommen. Aber ich laber schon wieder. Wir gucken einfach mal rein, was sich hier in diesem großartigen Karton von Rossmann verbirgt, den du schon im Thumbnail gesehen hast. Zuallererst nehme ich mal diese Tüte raus, denn das ist meine DM-Bestellung tatsächlich. Genau, das war auch ein sehr, sehr kleines Paket, was hier ankam, weil ich nur dekorative Kosmetik bestellt habe. Und von L'Oreal habe ich ein paar Produkte gekauft, denn ja, es gibt ein Fullface L'Oreal Produkte. Und da habe ich den Bronzer Back to Bronze in der Farbe 02 Sunkiss, das ist dieser hier. Den fand ich ganz ansprechend und ganz interessant und der wird auf jeden Fall dann auch ins Fullface mit reinkommen. Dann habe ich außerdem geholt von L'Oreal die Skin Paradise Tinted Water Cream Perfecting Healthy Glow. Das ist neu, hat einen Lichtschutzfaktor von 20. Und soll so eine leicht getönte Tagescreme sein, habe ich in der Farbe Fair 03. Und da sind hier auch so richtige Wasserpünktchen drauf, fand ich total großartig. Deswegen musste das auf jeden Fall mit. Und es gab zu dem Zeitpunkt auch so ein bisschen Prozente auf Augenprodukte, glaube ich, und Lippenprodukte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich blende aber die Preise, die regulären Preise, wie man das halt im Geschäft kaufen kann, auch ein. Dann hat L'Oreal eine neue Mascara rausgebracht, und zwar die Lash Paradise Intense Black Mascara. Das soll quasi eine Weiterentwicklung, eine Verbesserung von der Paradise Ecstatic sein. Und da gibt es halt verschiedene Formen von. Ich habe mir die Intense Black geholt. Intensive Schwarz. Das hat wieder dieses schöne rosé-goldene Design. Ich finde, vom Design her ist die sogar schöner als die Paradise Ecstatic. Und dürfte dann ja ein ähnliches, wenn nicht sogar gleiches Bürstchen haben. Nee. Die ist tatsächlich nicht so schmal in der Mitte. Ansonsten hast du wirklich vorne und hinten, dass die relativ breit war und in der Mitte sehr, sehr schmal. Das ist jetzt wirklich ein bisschen anders. Oh, die riecht leicht nach Rose. Oh, die riecht super angenehm. Wow. Da bin ich auch super gespannt drauf. Oh mein Gott. Dann habe ich mir von L'Oreal den Brow Artist Designer geholt. Das ist dieser Augenbrauenstift in der Farbe Blond. Den habe ich tatsächlich auch letztens, als ich eine Shop My Stash Lottery gedreht habe, gelost, verwendet und in dem Video auch gesagt, dass dieser Augenbrauenstift nicht so der Burner ist. Du machst dir damit sehr, sehr natürliche Augenbrauen, das Ganze ist sehr, sehr dezent. Die Farbabgabe kommt erst dann zustande, wenn man relativ doll aufdrückt, aber ich mag tatsächlich lieber natürliche Augenbrauen als diese Balken. Ich habe jetzt auch sehr natürlich meine Augenbrauen nachgemalt. Das ist jetzt mit Benefit-Produkten gewesen, weil ich habe nichts von Klinik für meine Augen gehabt. Ich wollte es aber noch ein paar Mal öfter austesten. Das hat hier einfach so eine Stiftspitze zum Anspitzen. Das ist so ein Holzstift. Und auf dieser Seite ist es einfach ein Spoolie. Also wie gesagt, bei dem ersten Mal, wo ich es verwendet habe, war mir das wirklich ein bisschen zu hart und ein bisschen zu schwierig tatsächlich. Also da habe ich mich zeitstrangmäßig ist das alles immer ein bisschen crazy, weil ich die Videos ja anders uploade, als ich sie drehe. Aber ich habe es gestern gedreht tatsächlich, deswegen. Gut. Dann habe ich mir, weil ich ein Fullface Maybelline plane, den Maybelline Brow Paradise Augenbrauenstift geholt in der Farbe Dark Blond. Auch das ist wieder ein Stift zum Anspitzen und auf der anderen Seite ein Spoolie. Da bin ich auch super gespannt. Das ist ein recht altes Produkt, glaube ich. Also ich habe das gar nicht bei so vielen Online-Stores gefunden, als ich zum Beispiel meine Excel-Tabelle gefüllt habe, wo ich meine ganze dekorative Kosmetik fliege. War es gar nicht so leicht, einen Link dafür zu finden. Also das gibt es, glaube ich, auch nur bei Rossmann. Und auf der Homepage hat es auch irgendwie eine andere Aufschrift. Also das sieht hier auch ein bisschen anders aus als auf der Homepage. Fand ich ganz interessant. Dann habe ich mir von L'Oreal Perfect Match A Core Parfait, keine Ahnung, ein Concealer geholt. Und zwar in der Farbe 1N Ivory. Das ist dieser hier.
Da habe ich auch schon viele von Schwärmen gehört und ja, wollte den auch einfach mal ausprobieren. Der wird dann auch am Fullface L'Oreal verwendet werden. Ich habe bemerkt, dass ich relativ wenig passende Lip Liner zu meinen Lippenstiften habe. Ich trage jetzt auch zum Beispiel einen braunen Lip Liner zu einem roséfarbenen Lippenstift, sage ich mal. Das sieht am Ende dann vielleicht auch ganz gut aus, aber es wäre natürlich cool, wenn man wirklich welche hätte, die eins zu eins passen. Da habe ich dann zum einen hier mitgenommen von L'Oreal den Infallible Longwear Lip Liner in der Farbe 212 Nude Ist. Ja, das ist einfach dieser hier, das ist so ein schöner nudiger Move-Ton irgendwie. Das ist einer, den man, ich glaube, anspitzen muss und nicht rausdrehen kann. Ja, und hier hinten ist ein Sharpener dran oder was ist das? Nö, oder? Doch, ne, da hinten kann man es einfach nur abmachen und dann passiert nichts. Einfach nichts. Dann habe ich mir von Maybelline den Color Sensational Shaping Lip Liner in der Farbe 62 Frozen Rose mitgenommen. Gefrostete Rose fand ich auch ganz cool, weil solche Move-Töne habe ich viel bei Lippenstiften. Das ist aber einer zum Rausdrehen, genau. Den kannst du sogar zurückdrehen. Das kannst du bei Clinique Lip Liner nicht. Dann hast du nämlich ein Problem, wenn du es willst. Dann habe ich mir mitgenommen von Maybelline Lasting Drama Light Liner. Und das ist ein Eyeliner-Kajal. Und zwar in der Farbe 30 Moonlight Purple. Also wirklich genau die Farbe, die man hier im Deckel sieht. Und das fand ich echt ansprechend. Fand ich super, super cool. Deswegen durfte der definitiv auch mit. Dann habe ich hier mitgenommen einen Eyeliner von L'Oreal, den Le Liner Signature in der Farbe 09 Türkis Faux Fur. Fand ich einfach schön. Ich mag Türkis. Türkis ist eine ganz tolle Farbe und es sieht super edel aus. Ne? Also ich meine, der war auch nicht günstig, aber halt auch reduziert, Gott sei Dank. Aber ich weiß noch nicht, wie man den aufkriegt. Ah, einfach abziehen. Okay, und das ist einfach einer zum Hochdrehen. Das ist eine schöne Farbe. Ich mag solche Farben einfach gerne. Wenn du einfach so einen nudigen Look schminkst und dir dann einfach so einen türkisen Eyeliner ziehst oder das unten an der unteren Wimpernkranz nimmst, mega schön. Ja, ich stehe irgendwie in letzter Zeit auf farbige Eyeliner. Da habe ich mir nämlich auch noch von Maybelline den Hyper Precise All Day flüssigen Eyeliner mitgenommen. Und zwar in der Farbe Sapphire Blue. So ein richtig schöner blauer Eyeliner. Und das ist ein Filzstift-Eyeliner mit einer sehr präzisen langen Spitze. Ich bin einfach sehr gespannt drauf, wie die Produkte dann auch im Look performen werden. Yay! Und das letzte aus meinem DM-Einkauf ist ein Lippenstift. Und zwar von Maybelline in der Farbe 54132 Metal Mauve. Ich finde es irgendwie schade, dass man hier auf dem Produkt selber nirgendwo ein Maybelline Branding drauf hat. Also das ist wirklich komplett rot, was natürlich hübsch ist, aber selbst hier unten bei dem Sticker sieht man nicht, dass es von Maybelline ist. Ne? Das ist ein bisschen schade, vielleicht wenn man den abmacht, aber das will ich halt auch nicht. Aber ich habe es in meiner Excel-Tabelle, sodass ich das dann entsprechend weiß. Und der ist halt noch zu, den werde ich dann im Fullface öffnen. Gut, gehen wir über zu meinem Rossmann-Einkauf. Dort habe ich ein paar crazy Produkte bestellt, wie schon gesagt, so crazy Drogerie-Neuheiten, die ich einfach mal testen wollte. Etwas, was ich jetzt über die Tage testen werde, ist das hier. Und zwar von Fußwohl eine 3-in-1 Gelsohle. Die soll stoßdämpfend und entlastend sein für die Größe 36 bis 41. Das ist dieses hier. Fand ich so interessant. Also, ne? Steht drauf, geben Sie Ihren Füßen ein gutes Gefühl, Schritt für Schritt mit den komfortablen Einlegesohlen von Fußwohl. Die Fußwohl 3-in-1 Gelsohle entlastet die Füße und sorgt für ein verbessertes Fußkörpergefühl. Optimale Unterstützung des Fußes, Trittschale im Fersenbereich und anatomisch geformtes Fußbett, Stoßabfedern und gleichmäßige Druckverteilung hervorragend für jeden Tag. Finde ich echt klasse. Also, das kann man hier dann, ich öffne das einfach mal und gucke mir das an, oder? Ich meine, ich will ja auch anpacken und nicht nur hier oben fühlen. Fühl mich. Also das ist hier halt so eine Sohle. Das ist dann unten und das ist oben. Und das ist wirklich schön geformt. Das ist hier hinten auch schön verstärkt. Also das mache ich mir direkt in die Sneaker rein. Klebt das oder warum ist da was drüber? Ich weiß nicht, das ist halt eine Folie drüber. Und hier drunter ist halt richtig so eine Federung. Es fühlt sich so schön an. Und das
wollte ich mir halt einfach mal in meine Sneaker reinmachen und hoffe, dass einfach dadurch sich die ganze Fußgeschichte verbessert, ne? Weil ich habe immer mal wieder Probleme, dass ich einfach Schmerzen habe, Rückenschmerzen, wie auch immer, Fußschmerzen. Und gerade wenn man vielleicht auch mal längere Strecken geht oder wie auch immer, ist das, glaube ich, eine ganz gute Geschichte. So, dann habe ich ja noch ein bisschen mehr für meinen L'Oreal Full Face geholt natürlich, ne? Cherie on the Cake in der Farbe 01 Cherry Fever. Das ist ein Blush und Bronzer in einem. Ja, ich... Wie sage ich das jetzt? Also ich hatte ja den, wie hieß der noch? Watermelon. Der Melon, Happy Melon Dollar Baby oder sowas. Melon Dollar Baby Blush, genau. Und der war mir zu dezent. Und ich habe einfach gehofft, dass das hier mehr Kavum hat. Und ja, weil ich ansonsten keinen anderen Blush gefunden habe, der mir zugesagt hatte, habe ich mir das einfach mitbestellt und... ja, 12,95 für diese kleinen Produktchen finde ich ganz schön teuer, aber ausprobieren kann man es. Und dann ist ganz neu, glaube ich, der Iconic Glow Highlighter in der Farbe 01 Coconut Addict. Das ist dieser hier und den habe ich dann auch mitgenommen. Ich hoffe, dass er krasser ist, als er im Fändchen wirkt, weil im Fändchen wirkt der eigentlich eher wie ein Puder, was etwas roséfarben eingefärbt ist. Aber das wird halt auch noch ausgetestet und ich finde es einfach schön, wenn man diese... ja, drei einheitlichen Viecher hat. Ne? Ich finde es klasse, dass sie das Design immer wieder beibehalten. Und die wollte ich auch mal ausprobieren. Und zwar ist es von der Ideenwelt Antifusselbälle, ein Achterset, zur Anwendung in der Waschmaschine geeignet. Und das fand ich klasse. Denn ich habe wirklich viel Probleme so mit Pilling. Also das quasi, ja, ne, dass man da Flusen so dran kriegt und so. Und das soll dagegen helfen. Und das fand ich klasse. Wirksam gegen Verfilzen der Oberflächen und Knötchenbildung, entfernt Haare und Fussel während des Waschens oder Trocknens. Das mit den Haaren ist für mich halt auch nochmal so eine Sache. Nicht wegen meiner Haare, sondern wegen denen von Sammy. Und da habe ich mir gedacht, dass das gegebenenfalls eine ganz gute Kiste sein könnte, wenn ich Sammys Klamotten wasche. Also Sammys Klamotten, vor allem Sammys Decken. Denn der hat ja eigene Decken. Und ja, das wollte ich auch einfach mal alles ausprobieren. Und ja, geht dann auch in mein Testvideo mit rein, wo ich verrückte Drogeriesachen teste. So, dann habe ich hier ein Schwämmchen mir mitbestellt, was auch irgendwie reduziert war. Es sieht auch echt merkwürdig aus. Das ist von Real Techniques, ein Miracle Mixing Sponge. So schaut der aus und das ist halt so ein ganz normaler Real Techniques Schwamm, aber der hat hier oben noch so eine Silikonfläche drauf. Und da habe ich mir gedacht, ich mag ja nicht, wenn Schwämmchen komplett aus Silikon bestehen, aber vielleicht ist das jetzt die optimale Lösung, ich weiß es nicht. Und vielleicht kann man das auch einfach als Kombination von Pinsel und Schwämmchen verwenden, weil du quasi... Also ich mache das so, dass ich mir meine Foundation erst auf meinen Handrücken mache und dann mit einem Pinsel im Gesicht verteile und dann mit einem angefeuchteten Schwämmchen einarbeite. Vielleicht ist das hier aber die Lösung des Ganzen, dass man die Foundation hier auf diese Silikonseite gibt und das damit dann im Gesicht verteilt und dann auch, ne, als würde man das halt mit dem Pinsel einarbeiten und dann später mit dem Schwämmchen komplett drüber geht. Dann hast du halt ein Produkt, was du waschen musst, ein Produkt, was du in der Hand hältst. Fand ich von der Idee her ganz cool, wird aber noch ausgetestet. Dann habe ich ein Produkt geholt. Das ist eine neue Enthaarungscreme. Und zwar ist das von Isana die In-Dusch-Enthaarungscreme. Schnelle und einfache Haarentfernung unter der Dusche mit Beerenduft. Ja, der Duft von Enthaarungscreme ist ja echt eine Sache für sich. Jetzt aktuell konnte ich mir noch nicht meine Beinhaare wachsen lassen, aber ich will es jetzt einfach mal machen. Es soll jetzt die nächsten Tage auch etwas schlechteres Wetter geben und das dann verwenden. Du hast hier auch so ein Schwämmchen mit dabei. Mit der einen Seite, ich glaube mit der blauen, verteilst du die Enthaarungscreme und mit der weißen nimmst du dann entsprechend das Produkt inklusive deiner Haare runter. Und das hörte sich für mich einfach nach einem super geilen Produkt an. Ja, ich weiß nicht, ob das besser als Rasieren ist. Ich weiß nicht, ob das länger hält als Rasieren, aber wir werden es auf jeden Fall mal zusammen testen. Dem entgegenstellen werde ich den Isana Warmwachs Roll-On. Das sind 10 wiederverwendbare Fließstreifen mit Warmwachs, genau. Das ist eine einfache Handhabung und mit Beerenduft. Ja, das wollte ich halt auch einfach mal ausprobieren. Also ich habe ja öfters mal schon Wachs ausprobiert, auch Warmwachs. Ich habe auch schon Sugaring ausprobiert. Ich verlinke euch hier oben mal mein Enthaarungsvideo, was ich mal gedreht habe. Da wird es quasi ein bisschen einen zweiten Teil von geben und dieses Produkt wird auf jeden Fall damit reinkommen. Denn ich finde es ganz interessant, dass es von Isana halt angeboten wird. Es ist ein günstiges Produkt und vielleicht stimmt hier auch wirklich mal dann das Ergebnis. Wäre cool, ne? Das werden wir austesten. Ja. Ja,
habe ja zwei Beine, dann kann ich zwei verschiedene Methoden testen. ja, dann gab es noch ein bisschen was und zwar habe ich mir einmal die Lippenmaske von Isana geholt. Ich weiß, ich möchte eigentlich keine Masken mehr kaufen, denn ich habe echt genug da. Verlinke ich euch auch hier oben mal meine Maskensammlung. Aber die war so süß. Das ist eine Lippenmaske mit Himbeerextrakt. Hallo, ist die nicht niedlich? Ja, ich habe keine Ahnung, was die machen soll, aber sie ist süß. Das ist halt die Sommer-Edition von Isana und das musst du mir, das ist hübsch. Ja. Mit Hydrogel, mit Erdbeer-Himbeer-Extrakt. You are flimmazing. Und da ist einfach ein Flamingo in der Eistüte. Das ist süß. Dämlich, aber süß, ja. Dann gibt es auch noch die Isana Feuchtigkeitstuchmaske Bubbles by die Fische mit Wassermelone und Kokoskick. Und das musste einfach wegen Bubbles by die Fische mit. Da gibt es auch wohl noch eine Handseife und sowas zu, aber das brauchen wir jetzt aktuell nicht. Wir haben da genug Vorrat. Aber das hier wollte ich ausprobieren. Ich meine, da sind einfach Fische drauf, Goldfische, die ein Kaugummi haben und das... Verpackungsopfer. So, dann habe ich mir etwas geholt. Das werden wir quasi zusammen ausprobieren. Ich werde es halt nicht filmen, aber also nicht direkt drauf, aber vielleicht verwende ich vorher das Warmwachs und dann dieses Produkt. Und zwar, es war auch reduziert von Yuti, die Bikini Mask Soft Sexy Sensitive mit Aloe Vera, Hyaluron und Gurkenextrakt. Das ist so ein Vieh. Das machst du dir halt wirklich, das ist so eine Hydrogelmaske, ne? Nachdem du halt deine Musch da enthaart hast mit Wachs oder Enthaarungscreme oder sonst irgendwas, machst du das drauf und dann soll alles tutti sein. Pflegesensation für Frauen, zauberhafte Dessous-Spitze, wofür auch immer man die braucht auf so einer Maske, Entschuldigung, eingebettet in einer Hydrogelmaske, ja. Das ist süß, ne? Ich find's einfach scharf. Ich fand's irgendwie super witzig und deswegen durfte das mit. Genau, ne? Läuft. Mal gucken, ob es hilft. Ja, ihr Lieben, das war jetzt tatsächlich mein kleiner, aber feiner Drogerie-Haul. Und wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!